Ja, hallo an alle, auch von meiner Seite. Mein Name ist Christiane Kepler. Ich beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren mit Hühnern und bin von Hause aus auch Biologin und bin auch mit bei der Ökotierzucht von Anfang an mit dabei und beurteile die Hennen, kenne also die ÖTZ-Hennen relativ gut. Und deshalb hat mich auch die ÖTZ gebeten, mal ein bisschen was über Brüdigkeit zu erzählen, weil wir ja bei den ÖTZ-Hennen durchaus ab und zu brüdige Hennen haben. Das heißt, ich werde jetzt heute etwas über Brüdigkeit sagen, über Verhaltensursachen und vor allen Dingen auch Möglichkeiten zum Umgang mit den Glucken. Zunächst möchte ich mal auf Brüdigkeit und Fortpflanzer der Wildhühner in ihrer ursprünglichen Umgebung eingehen, damit man ein bisschen einordnen kann, was bedeutet das eigentlich für die Hühner und was für eine Funktion oder auch wie viel Zeit im Leben der Tiere das eigentlich eingenommen hat. Früher muss man ja sagen, zumindest bei den gezüchteten, also den auf Eierlegeleistung gezüchteten Hühnern. Dann würde ich ein bisschen darauf eingehen, auf Maßnahmen, um Brüdigkeit zu verhindern und dann eben auch auf den Umgang mit brüdigen Hennen. So, wo kommen unsere Haushühner eigentlich her? Die stammen von verschiedenen Unterarten des Bankiva-Huhns ab, und kommen aus Südostasien, wie man hier auf der Karte erkennen kann, also das Gebiet um Thailand und Indonesien herum. Und wenn man sich das mal in Bezug auf den Äquator genauer anschaut, dann sieht man, das liegt ziemlich nah am Äquator. Das heißt, wir haben hier Tag- und Nachtgleiche über das gesamte Jahr. Es gibt also keine Verlängerung oder Verkürzung der Tageslichtlängen oder nur eben in ganz, ganz geringem Maße. Wie sieht der Lebensraum aus? Das sind Regenwaldgebiete. Die Tiere leben dort in Revieren von einem Radius von 150 bis 600 Meter um einen Schlafbaum herum. Es sind Dschungeltiere, es sind ausgesprochene Fluchttiere mit einem hohen Sicherheitsbedarf und es ist vor allen Dingen kein Steppentier. Der Lebensraum bietet den scheuen Tieren also Schutz vor Beutegreifern. Wenn wir noch mal genauer hineinschauen, dann sehen wir, diese sogenannten Harems werden von 2 bis 5, vielleicht maximal 10 Hennen und einem Hahn gebildet. Hier bildet sich eine sehr stabile Hackordnung, Rangordnung, also eine Hierarchie aus. Und die Nester werden gemeinsam angelegt, trotz einer starken Rangordnung. Und die Nester befinden sich ganz dicht im Unterholz. Warum? Das werden wir gleich noch sehen. Und auch der Hahn ist bei der Nestsuche beteiligt. Er führt die Hennen zum Nest und holt die Hennen dann auch wieder ab nach der Eiablage, was die Hennen durch ein Legegackern anzeigen. Allerdings in der Regel etwas entfernt vom Nest, damit natürlich Beutegreifer die Eier nicht so schnell finden. Also sie leben in kleinen Gruppen und bilden eine Rangordnung und legen gemeinsam Nester an. Und das ist ganz wesentlich hier fürs Verständnis. Nachts baumen die Tiere auf, um sich vor Beutegreifern zu schützen. Aber natürlich liegen die Eier trotzdem alleine in dem Nest, solange sie nicht bebrütet werden. Das heißt, das Nest muss eigentlich gut versteckt sein, sodass die Eier von Beutegreifern möglichst nicht gefressen werden. Wenn dann eine Henne brüdig wird und nur eine aus der Gruppe wird brüdig, dann brütet sie auch 3 Wochen auf dem Boden, dieses Nest. Und das ist natürlich eine relativ gefährliche Angelegenheit. Also auch deshalb muss das Nest gut versteckt sein und darf von Beutegreifern nicht gefunden werden. Also das Nest muss sich an einem sehr dunklen, geschützten Ort befinden, etwas abseits von der Stelle, wo sich die Gruppe normalerweise aufhält. Auch wenn die Küken nach 3 Wochen geschlüpft sind, ist es so, dass die Henne, die brütende oder dann gluckende Henne, sich mit den Küken weiterhin im Unterholz am Boden aufhält, nachts, um vor Beutegreifern geschützt zu sein, so lange, bis die Küken in der Lage sind, der Henne auch auf den Baum zu folgen, um sich weiter oben in Sicherheit zu bringen.
Ja, tagsüber sieht es so aus, dass die Glochenkükenfamilie eine eigene Einheit innerhalb der Gruppe bildet, also die ist sozusagen nicht integriert in die Gruppe und die Henne verteidigt auch die Küken gegen die anderen Hühner. Also hier die Glochenkükenfamilie innerhalb dieses Verbundes, dieses Harems. Wenn wir uns das jetzt nochmal sozusagen im Zeitstrahl genauer anschauen, dann haben wir ungefähr 2 Wochen, wo die Hühner Eier sammeln, bis ein Gelege zusammen ist. Also vielleicht 10 oder maximal 15 Eiern bei Wildhühnern, wahrscheinlich eher weniger, weil sie eben weniger Eier beim Brüten abdecken können. Dann wird etwa 3 Wochen, also 21 Tage, wird gebrütet. Und dann folgen 8 bis 10 Wochen das Führen der Küken, bis die Küken dann langsam sozusagen in die Gruppe sich integrieren und die Glucke dann plötzlich wieder zum normalen Huhn wird und sich nicht mehr um ihre Küken kümmert. Das heißt, die müssen dann ihren eigenen Platz in der Hierarchie der Gruppe finden. Oft ist darauf folgend eine Mauser angesagt. Wie wir gleich sehen werden, nehmen die Tiere stark ab innerhalb dieser Phase der Brut. Und in der Regel löst dies dann auch eine Mauser aus. Diese Mauser dauert dann maximal 10 Wochen, kann aber natürlich auch schon früher in dieser Phase des Kükensführens einsetzen. Also insgesamt kommen wir auf 14 bis 15 Wochen Brut und Aufzucht plus noch eventuell oder ein Teil eben anschließender Mauser. Das bedeutet, die Tiere sind eigentlich ein Drittel des Jahres bis zur Hälfte des Jahres, wenn mit einer Brut sozusagen beschäftigt. Und wenn die zweimal im Jahr brüten, ein Tier, was nicht so oft vorkommt wahrscheinlich, dann sind die auch das ganze Jahr quasi mit dem Brutgeschäft beschäftigt. Das heißt, das nimmt tatsächlich auch einen großen Teil des Lebens dieser Hühner ein. Die wechseln sich natürlich ab. Das heißt, wenn eine Glucke dann mit ihren Küken sozusagen durch ist, dann wird parallel wahrscheinlich das nächste Nest angelegt und eine andere Henne wird zur Glucke und das ist dann so parallel verschoben. Aber parallel gleichzeitig brüten tun die eher nicht. Das Ganze ist natürlich da, um das Überleben der Art zu sichern. Wenn alle Küken hier überleben würden, dann wäre wahrscheinlich der ganze Regenwald mit Hühnern bevölkert, das ist nicht der Fall. Das heißt, wir wissen, eine Menge Eier und Küken fallen letztlich auch Beutegreifern zum Opfer, aber es überleben eben so viele, dass das Überleben der Art gesichert ist. Schauen wir nochmal in die Region, aus der die Hühner kommen. Wie sieht denn da das Klima aus? Um sich das mal genauer anzuschauen, habe ich mal die Klimadaten von Bangkok und Jakarta rausgesucht. Das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie. Und hier sehen wir mal den Temperaturverlauf dieser Region. Wir haben also hier, das ist einmal Nacht- und Tagestemperatur sowie die mittlere Temperatur. Und wir sehen, dass die Temperatur das gesamte Jahr von Januar bis Dezember quasi auf einem Niveau bleibt. Und zwar zwischen 25 und 30 Grad, kann man so im Groben sagen. Die mittlere Temperatur und schwankt ebenso zwischen über 20 und über 30 Grad. Das heißt, die Hühner haben eigentlich relativ gute Bedingungen in den eben etwas geschützten Bereichen des Regenwaldes. Und wenn wir uns hier mal die Regenmengen anschauen und die Luftfeuchte dazu, dann sieht man, dass die Luftfeuchtigkeit auch konstant auf relativ hohem Niveau ist, zwischen 60 und 86 oder 90%. Also auch für das Brüten sehr ideal. Was man aber auch sieht, ist, dass es unterschiedlich intensive Regenfälle gibt. Das heißt zum Beispiel nördlich des Äquators haben wir eher im Juli, August etwas weniger Regen. Und südlich des Äquators haben wir eher Januar, Dezember eine kleine Trockenzeit, die allerdings auch nicht extrem trocken ausfällt. Also die Luftfeuchtigkeit bleibt hier immer noch bei 60%. Das heißt, wenn wir jahreszeitliche Schwankungen haben, dann nur im Zusammenhang mit etwas mehr und etwas weniger Regen. Und es könnte natürlich sein, dass hier
diese Situation, die Vermehrung etwas triggert. In dem Moment, wo dann wieder mehr Regen kommt, sind vielleicht auch mehr Insekten unterwegs und das ist natürlich vorteilhaft fürs Eierlegen und für die Brut. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung von meiner Seite. Also wir haben nahezu gleiche Temperaturen, Luftfeuchte über das gesamte Jahr. Das muss man sich so vorstellen, dass das natürlich auch begünstigt, dass die Hennen über das ganze Jahr immer nach und nach abwechselnd brüten, also ein äußerer Zeitgeber eher nicht vorhanden ist. Wie sieht es aber denn bei unseren Haushühnern oder auch Hybridhennen hier in Europa aus? Die Tageslichtlänge ändert sich ständig. Das heißt, wir haben eine Verlängerung der Tage im Frühjahr, wir haben eine Verkürzung der Tage im Herbst. Das ist so extrem, dass wir in unseren Breitengraden im Sommer etwa 16 Stunden Tageslicht haben und im Winter nur maximal 8 Stunden Tageslicht. Je nachdem, wo man sich in Europa befindet, ist das eben im Norden noch krasser unterschiedlich als im Süden. Die Nahrungsquellen unterscheiden sich dann natürlich auch extrem. Wir haben im Frühjahr und Sommer relativ proteinreiche Nahrung in Form von Gräsern und Pflanzen und auch natürlich Früchten, aber natürlich vor allen Dingen auch Würmern und Insekten. Und im Herbst und Winter wächst bei uns fast nichts. Das heißt, wenn die Tiere tatsächlich auf sich selbst angewiesen wären, dann hätten sie eine sehr proteinarme Ernährung. Das bedeutet, dass die Nahrungsquellen im Jahresverlauf nicht gleichmäßig verfügbar sind und dadurch natürlich eine Brut im Frühsommer sich anbietet und eine Mauser im Herbst. Was machen wir jetzt eigentlich, damit wir trotzdem Eier von den Hühnern kriegen? Also das heißt, dass sie nicht nur im Frühjahr bis Sommer Eier legen und dann im Herbst in die Mauser gehen. Also wie tricksen wir eigentlich unsere Hühner aus, damit das trotzdem funktioniert? Wir verlängern einfach künstlich die Tageslichtlänge. Das heißt, wir verlängern die Tage zu Legebeginn, egal wann die Küken geschlüpft sind im Jahr, wird die Tageslichtlänge in den Ställen so gesteuert, dass sie zunächst wenig Licht haben und dann die Tageslichtlänge zu Legebeginn auf 14 bis 16 Stunden verlängert wird. Und dann, egal wo wir im Jahr sind, wird ein gleichbleibender Langtag, also Sommer, gefahren. Das heißt, egal ob es im Winter ist oder im Herbst oder im Frühjahr, es wird immer so viel Licht zugegeben, dass ich auf 14 bis 16 Stunden Licht komme. Das heißt, ich gaukel den Tieren sozusagen einen immerwährenden Sommer vor. Was machen wir mit der Nahrungsquelle? Die bekommen durchgehend proteinreiches Futter über das gesamte Jahr. Und wir haben die Tiere natürlich über viele Jahre, jetzt 80 Jahre Hochleistungszucht, so gezüchtet, dass sie über 300 Eier in 365 Tagen legen. Das heißt, es ist sehr stark gegen Brütigkeit selektiert worden. Und nicht zuletzt gibt es natürlich auch Managementmaßnahmen, indem wir die Eier entfernen. Also zum Beispiel Abrollnester haben sich dadurch entwickelt, damit die Tiere die Eier gar nicht sehen, die sie gerne bebrüten wollen. Und wir verschließen zum Beispiel auch die Nester, damit kein Tier sich richtig dort gemütlich machen kann durch Nestauswurfsysteme. Das heißt, es gibt eine Menge Maßnahmen, mit der Brütigkeit und Mauser effektiv verhindert wird. Und wenn man mit Rassegeflügelzüchtern spricht, die vielleicht Rassehühner haben, die stark zum Brüten neigen, dann hört man, dass sie gar nicht so einfach vom Brüten abzuhalten sind. Aber hier bei den Legehühnern, mit denen wir es zu tun haben, ist es durch diese Maßnahmen schon zum größten Teil verhindert worden. Ja, nochmal ein Blick in die Hochleistungshybriden. Wir haben ja hier
eine Vierlinienkreuzung, wie ich schon sagte, mit über 300 Eiern im Jahr. Die Tiere sind mittlerweile so weit, dass sie 150 bis 250 Eier in Serie legen. Das heißt, sie legen eigentlich jeden Tag, fast jeden Tag ein Ei. Das ist natürlich auch mit gewissen Berufskrankheiten verbunden, wie Osteoporose, also dass die Knochenstabilität abnimmt, weil das Kalzium für die Eischalenbildung gebraucht wird, oder eben auch Legedarmentzündung. Wie ist es eigentlich mit der Futterverwertung? Unsere Hochleistungstiere sind in der Lage, mittlerweile 2 Kilo Futter in 1 Kilo Eimasse umzuwandeln. Das heißt, aus 120 Gramm Futter wird etwa ein Ei. Und bei hochleistenden Tieren haben wir 20 Kilo Eimasse in 365 Tagen, also das Zehnfache des Körpergewichts. Und das Zuchtziel von Hochleistungshybriden ist mittlerweile bei 500 Eiern bis zur 10. Lebenswoche, also in 80 Legewochen. Das bedeutet 30 Kilo Eimasse in 561 Tagen und damit das 15-fache des Körpergewichtes. Was bleibt also für das Huhn dann noch übrig? Und das Zuchtziel zum Beispiel der ÖDZ ist durchaus eine höhere Legeleistung, aber eben nicht so, dass es so extrem an die Substanz des Tieres geht. So, was ist jetzt eigentlich Brütigkeit und woran erkennt man die? Hennen sitzen gerne länger auf den Eiern. Das ist schon mal das erste Zeichen. Das ist natürlich vor allen Dingen dann der Fall, wenn Eier auch da sind. Also hier sieht man mal auf der linken Seite ein Abrollnest, was offensichtlich von der Neigung her nicht so optimal ist, dass die Eier abrollen können. Man sieht auch, es ist ein bisschen verschmutzt, das verhindert vielleicht auch das Abrollen der Eier. Aber die Henne ist auf jeden Fall in der Lage, sich auf die Eier zu setzen und die Eier auch bei sich zu behalten. Ein weiteres Zeichen ist, dass die Hennen das Nest nicht mehr verlassen und das Verhalten ist stark verändert. Hier sieht man das auf der rechten und auf der linken Seite relativ deutlich, dass das Gefieder mehr abgespreizt wird, die Flügel werden abgespreizt und das Tier versucht, die Eier unter dem Körper zu halten. Wenn man die Tiere anfassen will, dann sträuben die stark das Gefieder, oder wenn man unter sie fassen will, dann hacken die eigentlich auch in der Regel nach einem. Also sie verteidigen sehr stark ihr Nest und die darunter liegenden, also die unter ihnen liegenden Eier. Da muss man schon aufpassen, dass man da nicht gehackt wird. Und sie verteidigen das Nest natürlich auch gegen ihre Artgenossinnen. Man merkt ganz deutlich, physiologisch ist quasi ein Schalter umgelegt. Wenn man so ein bisschen recherchiert, was da eigentlich passiert, dann ist es gar nicht so einfach, was darüber zu finden. Wir wissen ziemlich viel darüber, was hormonell passiert bei der Eiablage. Das ist einfach gut untersucht, weil wir ja als Mensch Interesse an den Eiern hatten. Aber was bei der Brütigkeit passiert oder später auch, wenn die Tiere dann kluckig werden, wenn die Küken geschlüpft sind, da weiß man eigentlich relativ wenig drüber. Ich habe jetzt aber auch nicht international recherchiert. Das könnte man nochmal tun. Aber alles, was ich gefunden habe, ist sehr dürftig. Was ist noch ein weiteres Zeichen der Brütigkeit, woran man Brütigkeit ziemlich deutlich erkennen kann, also deutlich erkennen kann, dass dieser Schalter umgelegt ist? Hier habe ich jetzt mal was die meisten vielleicht von Ihnen kennen und vielleicht auch schon in der Schule gelernt haben, eine schöne Forschungsarbeit von Konrad Lorenz hier aufgeführt. Das hat er bei Gänsen zuerst getan, aber dann auch bei einer Menge anderen Vögeln, aber auch bei Hühnern. Und es gibt es gibt eine sogenannte Eirollbewegung. Das ist also ein ganz typisches Verhalten einer brütenden Henne oder Gans. Und das ist eine sogenannte Erbkoordination. Das heißt, es ist ein festgelegter Verhaltens- oder Ablauf, der durchgeführt wird, wenn ein Tier in dem brütigen Zustand ist. Das heißt, wenn ich jetzt unter der Henne ein Ei hervorhole oder ihr ein Ei davor lege und präsentiere, dann wird die Henne dieses Ei nehmen und zu sich
unter das Gefieder rollen, um es dann eben wieder wärmen zu können. Und das ist ein Verhalten, was ererbt ist. Das bedeutet, wenn das Ei an die zur Henne hingerollt wird, dann muss normalerweise natürlich der Kopf, der Schnabel, das Ei so ein bisschen nachführen, dass es nicht wegrollt. Wenn ich in dem Moment das Ei wegnehme, dann wird die Bewegung monoton, ohne diese taxierten Bewegungen zu Ende geführt. Also daran, wenn ein Tier solches Verhalten zeigt, kann ich ziemlich sicher sagen, dieses Tier ist wirklich voll sozusagen in der Brütigkeit angekommen, weil ansonsten dieses Verhalten einfach nicht gezeigt wird. Brütige Hennen verlassen nur einmal für ca. 20 bis 30 Minuten das Nest, um Futter und Wasser aufzunehmen, um Kot abzusetzen und um Staub zu baden. Reinlichkeit ist sehr wichtig, weil das Nest muss ja sauber sein. Parasiten sollten möglichst gar nicht vorhanden sein, damit die Küken, wenn sie hinterher schlüpfen, davon unbehelligt bleiben und relativ in relativ hygienische Umgebung schlüpfen können. Dadurch wird das Körpergewicht stark reduziert und die Eileiter bilden sich zurück. Hier nochmal ein Blick in das Huhn rein und den Eileiter. Das ist das, was normalerweise der Fall ist. Wir haben den Eierstock. Das Ei kommt in den Eileiter rein, durchläuft in 20 Stunden, in insgesamt 24 Stunden die Eibildung, 20 Stunden davon wird die Eischale gebildet. Und wenn man so ein Tier mal aufmacht, dann sieht es so aus. Man sieht hier den Eierstock mit den sprungreifen, fertigen Follikeln. Und hier sieht man den dicken Eileiter, in dem das Ganze dann oder ein Teil des Eileiters, in dem das Ganze dann stattfindet. Hier sieht man mal ein Bild von einem zurückgebildeten Eierstock hier, von einem Tier, das zuvor gelegt hat. Also der Eileiter sowie der Eierstock ist dann stark zurückgebildet und es werden auch keine reifen Follikel mehr angelegt in der Zeit. Also das Bild ist jetzt zum Beispiel aufgenommen worden bei einer mausernden Henne. Ich kann das natürlich auch fühlen. Hier mal ein paar Bilder aus dem M-Tool Basiswissen. Wir sehen hier oben, wie das Ganze aussieht bei einer Junghenne und hier unten wie bei einer legenden Henne. Und wenn jetzt eine legende Henne aus dem Legen herausgeht durch eine Mauser oder eine Brütigkeit, dann geht das nie mehr so weit zurück wie bei einer Junghenne, aber es wird deutlich reduziert und das sieht man hier jetzt bei dem nächsten Bild. Leider hat das Tier hier keine Federn mehr, aber dadurch kann man es jetzt auch relativ gut sehen. Die Kloake ist ein bisschen kleiner geworden. Man sieht ganz deutlich, der Abstand zwischen den Legehöckern und dem Brustbein ist etwas enger geworden und der Legebauch ist überhaupt nicht mehr ausgeprägt, sondern der ist komplett eingefallen. Also das sind deutliche Zeichen, dass die Tiere dann nicht mehr am Legen sind. Was beeinflusst jetzt die Brütigkeit? Also weniger Brütigkeit, natürlich durch die Zucht. Das hatten wir, Selektion auf viele Eier. Ja, das heißt, alle brütigen Hennen legen keine Eier. Auf die Art und Weise wird es automatisch sozusagen durch viele Eier ausselektiert. Dann hat man früher schon gemerkt, dass leichtere Legelinien weniger zu Brut neigen. Diese sind dann auch bei der Zucht und auch bei der Hybridzucht eingesetzt worden. Abrollnester, also nur wenige Eier, sind für die Hühner sichtbar. Also es ist kein Trigger sozusagen vorhanden für die Brütigkeit und Nestauswurf. Also keine geeigneten Brutplätze, die die ganze Zeit zur Verfügung sind. Was führt zu mehr Brütigkeit? Ja, eine Zucht zu mehr Fleischansatz. Und wenn wir jetzt an unsere ÖTZ-Tiere denken, als zwei Nutzungstiere, dann ist schon mal klar, dass auch damit zu rechnen ist, dass es häufiger zur Brütigkeit kommen kann. Dann ist die Frage Jahreszeit und Alter der Hennen. Da habe ich mal ein Fragezeichen dazu gemacht. Es gibt oft die Erfahrung, dass die Tiere vielleicht gut nach der Legespitze brütig werden oder eher im Frühsommer, Sommer. Aber das ist keine feste Regel. Aber es scheint schon so zu sein, dass es da so ein paar äußere Bedingungen gibt, die das auch triggern können. Was ist mit dem Nährstoffangebot? Die Tiere werden ja von uns vollwertig versorgt.
Aber natürlich kann es dazu kommen, dass einzelne Hennen futterstark selektieren und dann eben nicht voll versorgt sind. Das könnte theoretisch auch die Brütigkeit triggern. Was ist mit dem Alter der Hennen? Das hatte ich oben vergessen wegzunehmen. Eben nach der Legespitze wahrscheinlich. Und was ist mit verlegten Eiern und Einstreunestern? Also immer dann, wenn es möglich ist für die Hennen, mehr Eier an eine Stelle zu legen und Nester zu bilden, das kann natürlich ein Trigger sein, um für Hennen, um brütig zu werden. Also hier nochmal ein Bild von der Henne beim sogenannten Laying Call oder Legegackern. Ja, die hat jetzt gerade ihr Ei gelegt, geht aus dem Nest raus und dann hört man eben dieses typische Legegackern, um auch andere Tiere anzulecken. Hey, ich habe hier mein Ei hingelegt, möchtest du nicht dein Ei auch dazu legen? Das ist also das, was auch heute unsere Tiere und auch alle Hybridhennen noch zeigen, um eben Gemeinschaftsnester anzulegen. Und ganz typisch haben wir das natürlich oft bei verlegten Eiern und deswegen werden auch verlegte Eier immer wieder an dieselben Stellen gelegt, weil die Tiere dort eigentlich Gemeinschaftsnester anlegen wollen. Und wenn diese Stelle auch noch schön dunkel ist, dann kann das natürlich dazu führen oder eben auch nicht bemerkt wird vom Tierhalter oder manchmal ja auch draußen im Freiland angelegt wird, dann kann das sein, dass so ein Nest gebildet wird und tatsächlich sich einer auch draufsetzt und die Eier bebrüten möchte. Hier sehen wir jetzt mal Hennen bei der Eiablage in einem schönen Einstreunest mit Dinkelspelzen. Hennen bevorzugen immer Einstreunester gegenüber Abrollnestern. Und das ist ja auch logisch. Das ist ja auch das, wonach sie suchen. Sie möchten Nestbauverhalten zeigen. Sie möchten ihre Eier dort sammeln und sie möchten die eigentlich auch brüten. Auch wenn sie jetzt nicht mehr so zur Brütigkeit neigen, machen sie sich's doch ganz gerne auch mal auf den Eiern bequem. Für einige Zeit. Braune Hennen bleiben dabei weniger lang im Nest sitzen als weiße Hennen in aller Regel. Zumindest bei Hybridhennen gibt es da Untersuchungen und man kann sehen, dass die weißen Hybridlinien durchaus doppelt so lang sich im Nest aufhalten und eventuell auch dann nach der Eiablage als braune Hennen. Aber was man ganz schön sehen kann, ist, dass die sich's doch schon ganz schön gemütlich da drin machen. Und das ist natürlich auch Teil des Problems. Einmal will man den Hühnern natürlich entgegenkommen, indem man ihnen Einstreunestern anbietet. Andererseits kann das natürlich auch ein Trigger sein, der zur Brütigkeit führt. Insbesondere dann, wenn die Einstreunester nicht so tief sind, dass die Eier sozusagen in der Dinkelspelz absinken und nicht mehr für die Hühner sichtbar sind. Denn wenn ich viele Hühner auf einer Stelle habe, die jeden Tag Eier legen, dann habe ich natürlich auch immer 10, 15 Eier zusammen an einer Stelle und das wiederholt jeden Tag. Das heißt, da nutzt es natürlich auch nicht so viel, wenn ich dann einmal am Tag die Eier rausnehme. Die sind dann immer quasi jeden Morgen wieder für die Hühner sichtbar. Jetzt sind aber diese Hühner nicht brütig, obwohl die so gemütlich da sitzen. Ich habe jetzt mal hier ein Huhn dazu, was eindeutig brütig ist. Und da sieht man mal den deutlichen Unterschied, dass sie wirklich das Gefieder absträuben sozusagen, den Kopf einziehen. Was man auch sieht, der Kamm ist blasser geworden, der Kamm ist kleiner geworden. Also die hat sehr wahrscheinlich schon komplett das Legen eingestellt und die Follikelreifung ist eingestellt und der Legedarm ist zurückentwickelt. Ne? Also das ist eine ganz typische brütende Henne und am Verhalten kann man es dann entsprechend auch erkennen. So, was ist jetzt mit dem Umgang mit brütigen Hennen? Wie können wir brütige Hennen wieder zur Eiablage animieren? Also das Erste ist, man sollte sie dann möglichst schnell aus dieser Situation rausnehmen, weil je länger die Brütigkeit andauert, desto länger braucht die Henne, um wieder Eier zu legen. Also ist das erst 1 oder 2 Tage, hat man vielleicht Glück und man kriegt es in 1 oder 2 Tagen wieder in die andere Richtung gekippt. Ist sie eine Woche brütig, wird sie wahrscheinlich mindestens eine Woche brauchen, um da rauszukommen, wenn nicht auch schon die ganzen 3 Wochen. Also das heißt, möglichst schnell aus der Situation herausnehmen.
Und da fängt natürlich das Problem an. Wie mache ich das jetzt, ohne letztlich das Tierschutzgesetz zu verletzen? Und deswegen möchte ich da an der Stelle noch mal kurz drauf eingehen. Wir haben in Paragraph 1 stehen, die Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Ne? Ich meine, brütende Hennen fühlen sich in der Situation natürlich wohl. Das heißt, wir holen sie da schon raus. Aber wenn man das sanft tut, dann denke ich, ist das durchaus möglich. Und es soll seine Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernährt, gepflegt und verhaltensgerecht untergebracht werden. Ist natürlich schwierig. Könnte man jetzt auch sagen, ja, dann müssen die ja auch brüten können. So, auf keinen Fall darf den Tieren Schmerzen, Leiden und Schäden zugefügt werden und die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung darf nicht eingeschränkt werden, sodass Schmerzen, Leiden oder Schäden entstehen. Ich zeige das deshalb nochmal so intensiv, weil es gibt ja immer mal wieder Menschen, die sagen, ah ja, man muss die einfach irgendwie ins Wasser stecken, in den Sack aufhängen oder so. Das waren frühere Methoden. Das ist also No-Go. Das darf überhaupt nicht passieren, sondern man muss natürlich Methoden anwenden, die das Tierschutzgesetz nicht verletzen. Das ist dann in der Tierschutznutztierhaltungsverordnung weiterhin so ausgeführt, dass die Haltungseinrichtungen so ausgestattet werden müssen, dass sie Tiere artgemäß fressen, trinken, ruhen, staubbaden sowie ein Nest aufsuchen können. Und ein Nest muss eine ungestörte Eiablage ermöglichen und der Einstreubereich muss so ausgestattet sein, dass allen Legehennen ermöglicht wird, ihre artgemäßen Bedürfnisse, insbesondere Picken, Scharren und Staubbaden, zu befriedigen. Außerdem müssen Sitzstangen für ein ungestörtes gleichzeitiges Ruhen vorhanden sein. Dieses gilt für jedes Tier, auch Tiere, die wir aus dem normalen Haltungssystem herausnehmen, zum Beispiel auch in einen Genesungsabteil setzen. Das heißt, wenn wir jetzt eine brütende Henne in ein Genesungsabteil setzen oder in einen Genesungsstall, dann muss der auch entsprechend ausgestattet sein. Es ist wichtig, dass man eigentlich verschiedene Arten von Genesungsabteilen vorhält. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine brütige Henne haben oder verletzte Hühner, dann macht es nicht so viel Sinn, die in ein gemeinsames Abteil zu setzen. Das heißt, die verletzten Hühner haben eigentlich andere Ansprüche, die legen weiterhin Eier, die brauchen Einstreu. Die sind vielleicht auch nochmal zu separieren, so dass sie nicht bepickt werden können. Das heißt, so dass zwar andere Tiere sehen können, aber nicht direkt mit denen in einem Abteil sitzen und so weiter. Während brütende Hennen möglichst keine dicke Einstreu haben sollten, weil sonst befördere ich ja die Brut. Ja, also grundsätzlich gilt, dass Hühner nie einzeln gehalten werden sollten und ein Genesungsabteil so ausgestattet sein soll, dass natürlich Versorgung mit frischem Futter und Wasser ständig gewährleistet ist, ein eingestreuter Bereich zum Picken und Scharren vorhanden ist, Sitzstangen zum Ruhen, dass das hygienisch ist und ein Nest für die Eiablage. Bei dem Nest für die Eiablage, da kann man vielleicht bei brütigen Tieren natürlich darauf verzichten, weil die legt ja in dem Moment eh keine Eier. Aber in dem Moment, wo sie wieder anfängt, Eier zu legen, soll dann natürlich ein Nest vorhanden sein. Und der eingestreute Bereich, den kann man vielleicht so stark reduzieren, dass die Tiere nicht zum Weiterbrütigsein eingeladen werden. Aber ansonsten muss so ein Genesungsabteil oder Abteil für brütige Tiere diese Bedingungen im Prinzip erfüllen. Also, wie kann ein Genesungsabteil aussehen, in dem brütige Hennen wieder zur Eiablage animiert werden können? Ich möchte es mal so sagen, das Brüten muss so unangenehm wie möglich gemacht werden, ohne dass ein Tierschutzproblem entsteht. Also, genau das Gegenteil tun dessen, was die Hennen gern haben zu dieser Zeit. Also möglichst hell und gleichmäßig ausleuchten, einen langen Lichttag geben, also die 16 Stunden, wenig Einstreu, gegebenenfalls im Gitterboden und nur ein kleiner Einstreubereich,
Rückzugsorte schaffen auf Sitzstangen. Das heißt, wenn sie sich zurückziehen will, dann besser auf einer Sitzstange. Da kann man nämlich nicht brüten. Kein geeignetes Nest mit Einstreu zur Verfügung stellen. Es sollten möglichst keine Eier in Sichtweite sein. Und man sollte sie mit Artgenossen vergesellschaften, die möglichst aktiv sind. Also zum Beispiel auch einem Hahn, damit immer Bewegung im Abteil ist. Und attraktives Futter anbieten, also zum Beispiel Feuchtfutter, auf jeden Fall Futter, was sie total gerne fressen, denn wenn die schnell wieder ans Fressen kommen, dann gehen die auch relativ schnell aus der Brütigkeit wieder raus. Ja, und damit komme ich auch schon zum Ende. Und natürlich ist auch eine Option, mal eine Henne sitzen zu lassen auf Eiern und ihnen ein schönes Kluckennest zu bauen und zu erleben, wenn die Küken schlüpfen und wie die Tiere dann kluckig werden und die Küken führen. Das ist immer ein spannendes Erlebnis, was jeder der Hühner hält auch mal zu Hause erleben sollte. Und damit bin ich jetzt offen für weitere Fragen und möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.